Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Blackguards. Ja, wo waren wir? Wir waren in der Arena. Schon zweimal. Und haben jetzt einen tollen Kampf vor uns, der da heißt, Takate, den Champion zu besiegen. Ja, bin mal gespannt, wie das wird. Weil alle kriegen Probleme, wenn wir ihn besiegen. Also wenn wir das tun. Ihr habt euch als gutes Gespann erwiesen. Mal sehen, ob ihr es auch mit Takate aufnehmen könnt. Bereit? Ja, wir sind bereit. Wir sind bereit. Viel Glück. Ach, mit Glück hat das gar nichts zu tun. Es ist einfach nur, ja. Nee, du hast schon recht, es ist Glück. Ja. Wie ging denn das jetzt? Also das scheint nur ein Helferlein zu sein, ein Gladiator, irgendeiner. Also drei Helferlein der Takate würden am liebsten zu Boden zwingen. Die Chance dazu habe ich auch, aber irgendwie reiße ich schwächere Gegner nur zu Boden. Und er scheint nie schwächer zu sein. Hey! Ich sag schon nichts mehr. Niam, bitte schaff uns diesen Magier vom Hals. 15, das ist extrem gut. So, dann machen wir hier gleich mit dem Feuerstrahl weiter. Dann ist der Magier so gut wie weg. Ich stelle mich, ich glaube, dahin, das müsste reichen. Und ein Feuerstrahl. Der steht noch, das ist doof. Und Takate, dieser Schlingel, verschafft sich nur Zeit. So, da das Ding jetzt am Boden liegt, können wir gleich mal schön drauf einhacken. Das macht Nia mit dir auch. Dann ist der Magier weg und wir haben erstes Problem beseitigt. Das ist fast schon zu einfach. Ja, hier hauen wir auch einfach nur drauf. Solange er liegt. Und jetzt kriegt er nochmal einen Schlag ab und wir haben, glaube ich, gleich alle besiegt. Also bald. Ja. Der Weg ist schon mal sehr gut, den wir eingeschlagen haben. Nochmal niederreißen. Jawohl. Liegt. So, versuchen wir schon mal Abstand zu gewinnen. Wir können ihn immer noch nicht anschießen, aber dafür den Takate. Ja, ich glaube, wir machen es uns einfach. Wir schlagen einfach nur noch auf den am Boden liegenden ein. So viel Schaden. Und löschen ihn damit aus. So, das war der zweite. Aua, das war ja heftigst. So. Meneteke. Nee, Takate heißt das, Entschuldigung. Hier ist noch ein kleiner Gruß von mir. Dann gehen wir mal auf Abstand. Das wollte ich so gar nicht. Eigentlich wollte ich jetzt einen schönen Zauberspruch in Richtung Takate setzen, damit wir da das schnell hinter uns haben. Na, 70%, das könnten wir riskieren. Nicht gut. Nochmal 95%, das können wir auf jeden Fall riskieren. So, damit ist auch euer Champion nieder. Und eure Schildbraut, die ist die nächste, die fällt.
vorausgesetzt, sie ist jetzt nicht unverwundbar mit dem Schild, aber das haben wir ja schon widerlegt. Alles gut soweit. Ja, das mögen sie nicht. Das Publikum liebt es, wenn wir bluten. Hält sie! Ja. Ja, jetzt macht das Spaß. Jetzt funktioniert der Schlag auch endlich. So, dann haben wir also freies Schussfeld. Naja, mehr oder weniger. Treffen tatsächlich auch noch. Er kann sich ausruhen. Hier säbeln wir wieder die Beine weg. Brecht den Kampf ab! Nein! Ihr alle habt euch als würdig erwiesen, euch den neuen Horden zu stellen. Ich bin geschlagen. Ich will den Todesstoß. Du wirst noch früh genug Gelegenheit zum Sterben haben, Waldmensch. Marwan will dich in Mengbilla kämpfen sehen. Du wirst die anderen begleiten. Erholt euch. Schon morgen früh beginnt euer Weg zu Ruhm oder Tod. Willkommen in unserem Wanderzirkus, Waldmensch. Ja, wir wurden reichlich belohnt. Das haben wir uns verdient. Jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir mit dem ganzen Geld? Ausrüsten ist jetzt eher sinnfrei. Willkommen in Mengbilla, Gladiatoren. Keine Arena ist schöner und nur die Balhonak-Arena ist größer. Dies ist Tulefa Alkira, ruhmreichste Gladiatorin Mengbillas und Leiterin der Gladiatorenschule. Wenn ihr Fragen habt, sie kann sie beantworten. Also dann, ihr dünnen Ärme. Der Kampf gegen die neuen Horden steht kurz bevor. Ein dreitägiges Gemetzel. An eurer Stelle würde ich noch heute Abend alle Sünden beichten. Gibt es auch etwas zu gewinnen? Allerdings. Die Siegreichen erwartet eine Nacht mit der Jungfrau. Oh. Dazu muss die Jungfrau natürlich ebenfalls überleben. Ja, siehst du mal. Zobaran, der ist jetzt wieder Feuer und Flamme für die ganze Geschichte. Das klingt mal interessant. Was erwartet uns eigentlich dort? Was erwartet uns jetzt? 9 Kämpfe an 3 Tagen. Das blutdürstigste Publikum des Südens und Gegner, die keine Gnade kennen. Muss ich mitkämpfen? Dazu kann dich niemand zwingen, Schatz. Aber ich empfehle wenigstens, die feindlichen Schläge zu parieren. Okay, ja, das ergibt Sinn. Wer ist denn überhaupt die Jungfrau? Die Jungfrau? Was wisst ihr über sie? Schönes Kind, diese Aurelia. Leider bekommt die Menge davon nicht viel zu sehen. Sie trägt eine Schandmaske. Was bitteschön ist eine Schandmaske? Warum muss die Jungfer denn unbedingt eine Maske tragen? Angeblich ist sie eine Hexe. Die Maske soll sie am Zaubern hindern. Vielleicht will Marwan aber auch nur die Spannung erhöhen. Okay, dann erzähl uns doch bitte was über die Kampfübungen. Wir möchten etwas lernen. Ah, okay, das ist das, was wir über die Kampfübungen noch nicht wissen. Gewandtheit. Uns fehlt ein ganzer Batzen, ein Punkt Gewandtheit. Das können wir ändern. Okay. Jetzt können wir ihren Scharfschütze beibringen. Super, den nehme ich. Niam wird jetzt richtig mächtig. Passierschläge könnte sie auch lernen. Oder Aufmerksamkeit. Das heißt, sie würde besser an jemandem vorbeilaufen können, ohne was abzukriegen. Das nehme ich. So, Niam, jetzt bist du fähig. Jetzt wirst du den ein oder anderen Kampf überstehen, das finde ich gut. Hallo, Menetekel. Takate heißt er. Ich werde es irgendwann lernen, ich verspreche es. Keine Ahnung, was du kannst. Das ist mir jetzt auch im Prinzip egal. Schildkampf ist nutzfrei, Rüstungen können wir, Aufmerksamkeit haben wir schon. Ausweichen. Ausweichen ist gut.
Da wir kein Schild bei unserem Wender haben, ist Ausweichen lebensnotwendig. Und Passierschläge machen ist auch sehr nützlich. Damit können wir dem Gegner eine übersemmeln, ohne dass er davon kriechen kann. Finde ich gut. So, was wir hier noch brauchen, ist Ausweichen 3. Können wir hier aber nicht lernen. Dafür brauchen wir aber auch noch Gewandtheit. Könnten wir gleich rein investieren, mache ich aber lieber erst später. Naurim. Finte ist, glaube ich, nichts für dich. Kampfgespür, da fehlt die Intuition für. Was können wir denn damit machen? Erhöht den Bonus auf seine Initiative und ist außerdem dazu in der Lage, gegnerische Passierschläge leichter auszuweichen. Das klingt doch gut. Aber wir werden erstmal lernen, Passierschläge zu machen und selber ausweichen. Glaube ich auch nicht schlecht. Zurbaran. Ein Kampfausbilder, also ein Magieausbilder ist hier leider nicht zur Hand. Das ist etwas unvorteilhaft. Aber ausweichen klingt gut. Also, wenn man vorbeiläuft, ausweichen, diese Aufmerksamkeit. Deshalb nehmen wir das. Gewandtheit und Ausweichen wäre vielleicht auch eine interessante Investition, aber das lasse ich erstmal weg. Dafür werde ich in der nächsten Möglichkeit... Hier habt ihr etwas Ausrüstung. Bereitet euch gut vor. Und dann geht ins Dormitorium und legt euch schlafen. Ja, ich werde in der nächsten Möglichkeit dafür sorgen, dass er ein paar Zauber lernt. Das wollte ich eigentlich sagen. Und wo wir schon dabei sind, Zaubern. Ignifaxius. Ab Wert 13 können wir den dritten Zauber werfen. Das klingt doch vernünftig. So, 13. Das gleiche machen wir mit dem Heilbalsam, wenn es geht. Und es geht. Sehr schön. Aber den Rest habe ich bis jetzt noch gar nicht benutzt. Armatrutz, mal die Bann, hier den Frostzauber, der ist nett. Aber er ist halt nichts Umwerfendes, er macht nicht so wirklich viel Schaden und den Gegner schwächen, das ist natürlich interessant. Aber ich glaube nicht, dass wir damit bis jetzt so gut durchgekommen sind. Ich habe es aber auch nicht intensiv probiert. Ich werde einfach mal nachschulen. Kann sich nur zum Guten wenden. Jawohl, speichern wir. Sie hat keine weiteren Punkte. Hat sowieso noch gar nicht gezaubert in meiner Gruppe. Bald schön, dass sie dabei war. Und bei ihm sollte ich erstmal nachschauen, was er überhaupt kann. Ah, da war ich eigentlich richtig. Waffen. Er kann mit Speeren. Er trifft gut mit Speeren. Das heißt, seine Waffe wird das Speer sein. Oh, Maximum Speer gelernt. Sehr gut. Er kann werfen. Wir haben ja gesehen, dass Werfen gar nicht so verkehrt ist. Selbstbeherrschung lernen wir mal auch noch einen Punkt. Das nützt ihm wiederum, dass er nicht so schnell umfällt. Das ist auch gut, vor allem jetzt, wo er den höheren Grad erreicht hat mit dem achten Punkt. Zaubern kann er nicht. Er hat keine Rüstungsgewohnheit hat er, aber da könnten wir nachlegen. Ausweichen kann er auch noch nicht. Also ihn können wir tatsächlich in den Sachen ganz viel schulen. Alter Gladiator, Dormitorium, Händler. Händler, dann schauen wir beim Händler nach. Stumpfe Pfeile sind gut fürs Niederwerfen. Hat aber nicht so viele. Sehnenschneider. Habe ich gekauft und nicht benutzt. Dann wurden sie mir sowieso weggenommen. Breitschwert, Beil, Streitkolben. Hiebwaffe. W3 und 5. Und
W6 plus 3, 7, 5 und hier ein W6 plus 4, 7, 6. Der Streitkolben wäre natürlich ein Ticken besser, weil man besser mit ihm parieren kann. Hakenspieß. Zum Einfangen der Gegner ganz interessant. Oh. Alles klar, wir handeln später. So, wir haben unsere eigene Ausrüstung wieder. Der Rapier ist besser als der Degen. Und... jetzt mal im Ernst, ich hatte auch noch eine andere Waffe dabei. Na gut, gehen wir mal auf die Rüstungen. Da blicke ich nicht durch. Sehr schön. Gewöhnliche Gürtel. Sollte man anziehen. Schäbiger Gürtel, gewöhnlicher Gürtel. Noch ein gewöhnlicher Gürtel. Sie kriegt ihren Ledermantel und ihre Lederbeinlinge dazu. Ach, hatte Lederbeinlinge angehabt. Mein Fehler. Lederstiefelchen und einen gewöhnlichen Gürtel und einen Hut. So, damit ist sie eigentlich fast wieder perfekt ausgerüstet, bis darauf, dass sie ihren Bogen nicht hat. Sie hatte nämlich einen Langbogen, der ist natürlich etwas effektiver. Und die Jagdpfeile können wir dann auch nochmal in die Hand stopfen, so viel wie es geht. Ja. Andere Gegenstände sollte sie auch aufnehmen. Ich glaube, ein Heiltrank, beziehungsweise die kleinen Heiltränke sind bei ihr eigentlich besser aufgehoben. Machen wir nicht zu viel Unsinn. Der Takat hat einen sehr, sehr guten Gürtel. Aber ich glaube, er braucht seine Ausrüstung auch. Könnt ihr noch einen Hut geben? Oh, hier ein Dreispitzhut. Sieht echt albern aus. So, Zurbaran, mit dir habe ich auch noch was vor. Du könntest einen Mantel tragen. Diesmal ohne Dreispitzhut. Lederbeinlinge hast du an. Gehärtete Stiefel werden dir passen. Ich glaube, die holt sie Robenhosen. Die sind zwar nicht so gut im Schutz, aber gegen Zauber sind sie dann etwas besser. So, hier können wir den Mantel anziehen und diese... Nein, wo sind sie? Da, Beindinge. Haben wir auch alles, was zu diesem Set gehört, dabei. Dann kriegst du bosporanische Handschuhe, keine Ahnung. Und ein Helmchen. Und Stiefelchen wären auch gar nicht verkehrt. So, wo ist denn der... Ah, kein Helm? Doch, da, Kettenhaube. War schon gerade etwas entsetzt. Ich weiß nicht mehr, welche Waffe die eine war, die du brauchtest. Naurim kriegt auf jeden Fall mal seine Axt zurück. Und seinen großen Schild. Den Rest können wir wieder verkaufen. Ich habe Speere dabei. Na super. Knochenkeule. Knochenkeule klingt doch eigentlich interessant, oder? Mach das mal. Zurbaran kriegt seine Stäbe zurück.
ist der Fratzenstab, den hatte ich hier auch gesehen. Da ist er. Keine Ahnung, welcher davon wirklich der bessere für den Zurbaran ist. Die Unterschiede sind Charisma oder Klugheit. Und dass der Fratzenstab mehr Schaden macht. Also behalte den Fratzenstab. Gehen wir einfach mal davon aus, dass du Klugheit brauchst. Rüstungen. Handschuhe kann er keine anziehen. Beinlinge, Kettenhaube, Stiefel. Niam ist auch gänzlich ausgerüstet, bis auf irgendwelche Handschuhe. Die kann aber ruhig die Gladiatorenhandschuhe tragen, weil sie sowieso nicht zaubert. Könnte im Prinzip sogar noch mehr Sachen tragen, aber boah, man muss sie nicht übertreiben. Unser Takate kriegt hier auch nochmal Stiefel. Das heißt, er kriegt sie wieder abgenommen. Der Naurim hat noch keine. Entschuldige, Naurim, war nicht so gemeint. Und das Interessante ist, der Naurim kann jetzt höchstens noch sein Kettenhäubchen anziehen. Weil, ansonsten habe ich keine Rüstung mehr für ihn, die komplett zusammenpasst. Das ist ja hervorragend. Ja, das bedeutet, Wente hat sein Papier nicht in der Hand. Was soll das denn? So. Ja, jetzt macht es doch wieder Sinn. Perfekt. Das kann also alles weg. Heiltrank und Gift. Weil ihr es könnt. Bandage und schwacher Heiltrank. Zaubertrank und noch ein schwacher Heiltrank. Sie hat das Zeug. Er hat auch irgendwelchen Kram. Meisterlicher Heiltrank. Der ist mal gut ausgerüstet. So, und dann kann ich jetzt gleich mal zum Verkauf gehen, weil ich habe ganz schön viel unnutzten Material dabei. Nicht hier. Rüstungen. Ich brauche die Gladiatorenrüstung nicht mehr. Ich brauche die Gladiatorenbeinlinge nicht mehr. Gambeson brauche ich nicht. Eine Handschuhe brauche ich nicht. Normale Beinlinge brauche ich nicht. Schäbige Gürtel brauche ich natürlich auch nicht. Oh ja, das füllt die Kassen. Herrlich. Den Degen brauche ich nicht mehr. Buckler brauche ich nicht mehr. Das Beilchen kann auch weg. Kurzbogen kann weg. Fackel. Machen wir auch weg. Aber nicht, dass ich die noch brauchen werde. Speer. Ein gewöhnlicher Jagdspeer. Ich glaube nicht, dass er unserem Menetekel hier helfen wird. Deshalb. Moment. Bevor ich das wegschmeiße. Ne, er hat einen Speer. Also, alles gut. Kann der weg? Knüppel kann weg. Noch ein Knüppel, der kann weg, kann auch weg. Ja, sieht doch schon mal gleich viel besser aus. Wir können wesentlich mehr mittragen. Damit kann man arbeiten. Das ist doch schon mal eine gute Ausgangsposition. Und ansonsten an Waffen und Rüstungen hat er, glaube ich, nichts Besonderes mehr gehabt, oder? Breitschwert ist uninteressant. Hakenspieß vielleicht. Nicht wirklich. Der ist schlechter als das, was der Minitekel an der Takate heißt da in der Hand hält. Sense Holzfäller-Axt. Das Ding könnte interessant werden.
Ich glaube, der Rest ist Quatsch. Lederhelm. Wäre natürlich besser als diese drei Spitzmützen, aber ich will jetzt mal die drei Spitzmützen behalten und kein Geld unbedingt rausschmeißen für irgendwas. Könnte aber eine bosporanische Rüstung mir zusammenstellen. Das wäre vielleicht ganz interessant. Oder auch so eine Kettenrüstung. Könnte nötig werden. Dafür haben wir das ganze Geld gekriegt. Schwierige Entscheidung. Ich weiß es nicht. Ich würde sagen, ja, wir sollten einen mit sowas ausrüsten. Und dann vielleicht mit was Richtigem. Ketten. Ah, Kettenhandschuhe, Kettenhemd. Schuhe und Beinlinge an Ketten würden da noch fehlen. Das heißt, wir kriegen ihn nicht komplett zum Set. Das ist ja doof. Mit dem Helm. Helm kriegen wir hin, Harnisch kriegen wir hin, Handschuhe kriegen wir hin und Sandalen. Das heißt, das könnten wir tatsächlich machen. Der Naurim wird sich darüber echt freuen. Hatte ich nicht irgendwo noch die Handschuhe? Einer hat die. Bin ich mir sicher, ich habe noch welche gehabt. Ja, Venter, der braucht die nicht mehr. Naurim, du kannst die gut gebrauchen. Ja, perfekt. Beinlinge kann er anziehen, welche er will. Das ist super. Dann können wir hier noch den Menetekel ausrüsten. Der braucht dann auch keine Mütze zu tragen. Da kann er einen richtigen Kopfschutz anziehen. Und das Mützchen geht dann wieder hier an unseren Soberan. Sehr schön. Und die beiden anderen Sachen kann ich wieder verkaufen. Da geht doch was. Das Problem ist natürlich jetzt, ja, ich habe kein weiteres komplettes Set. Natürlich noch einen zusätzlichen Helm kaufen, das ist nicht schön. Das reicht mir nicht. Kettenhemd ist natürlich sehr, sehr gut. Rüstungstechnisch. Aber es ist auch sauteuer. Plus die Handschuhe, die popligen. Wären wir zwar im Gesamten einen Schritt näher an der Rüstung, die wir. Oder an einer Ausrüstung, die man anstreben sollte. Aber ich weiß nicht, auch gut, bevor wir das Geld einfach nur für nichts mit uns rumtragen, mache ich das. Damit der Venter sich auch ein bisschen freuen können. Kriegt dann entsprechend gute Rüstung hier, so. Beinlinge fehlen halt noch. Und Schuhe. Das Ding ist metallisch, also nichts für ihn, aber sie kann es tragen. Trägt eh metallische Sachen. Handschuhe. So, also. Läuft. Den Ledermantel, den schmeißen wir dann auch gleich wieder dem Verkäufer hin. Ja, nimm das. Perfekt. Ausgeruht sind wir auch. Geheilt sind wir ebenfalls. Dann haben wir noch ganz viele Leute zum Reden, bevor wir uns in die Nacht begeben. Allerdings werden wir uns jetzt schon mal verabschieden, denn in der nächsten Folge können wir jetzt wieder weitermachen. Bis dahin, gute Nacht da draußen, was immer ihr sein mögt.